Ich möchte jetzt hier in dem Video kurz zeigen, was für eigentlich ein Mega-Tool SEMA hier anbietet, und zwar in Kombination mit Frilo. Servus, vielleicht kennst du das Problem auch. Du bist mitten bei einem Projekt und dann geht es darum, wie stark dimensioniere ich eigentlich meine Bauteile, also ob das der Sparren ist oder die Fette oder der Pfosten. Und meistens ist es so, und auch die Problematik, die ich jetzt so auch bei anderen gesehen habe, ist, dass man irgendwas in SEMA plant und dann stellt man fest, boah, die Maße müssen alle geändert werden. Also zum Beispiel die Stärke der Sparren, die Stärke der Fetten. Und ich möchte jetzt hier in dem Video kurz zeigen, was für eigentlich ein Mega-Tool SEMA hier anbietet, und zwar in Kombination mit Frilo. Frilo ist eine Statik-Software und die arbeitet wirklich Hand in Hand super mit SEMA zusammen. Und ich habe das jetzt schon öfter auch in meinen Projekten ausprobiert. Und das ist echt super, super interessant für eine statische Vorberechnung. Also stell dir vor, du startest ein Projekt und jetzt machst du eine Profileingabe für dein Projekt. Das ist jetzt auch jetzt aktuell irrelevant, was wir jetzt hier alles eintragen, aber nehmen wir einfach mal an, wir übernehmen jetzt hier die Standardwerte von der Vorlage. So. Die übernehmen wir. Jawohl, Hauptdachfläche. Ich übernehme das jetzt einfach so. So, und jetzt angenommen, ich bin jetzt an der Position und denke, ist der Sparren zu dünn, zu dick? Kommt ja nochmal drauf an, wo wir die Konstruktion aufstellen. Und jetzt kommt meiner Meinung nach dieses unglaublich coole Feature oder Kombination mit Frilo ins Spiel. Also dazu ist die Hauptdachfläche hier markiert und ich klicke auf Profil Gaube und dann hier Sparren Statik. So, jetzt öffnet sich hier ein neues Fenster und hier kann ich jetzt eingeben Start Statikprogramm. Das machen wir jetzt mal. Jetzt sind wir hier natürlich in einem ganz anderen Programm, nämlich von Frilo. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeiten, verschiedene Eingaben zu machen, um zum Beispiel festzustellen, wie stark sollte ich denn meinen Sparren dimensionieren? Dazu kannst du jetzt zum Beispiel hier auf Lasten klicken. Und dann siehst du hier diese drei Punkte. Da klicken wir einmal drauf. So, und jetzt hast du hier verschiedene Möglichkeiten einzutragen. Einmal, welche DIN-Norm du nehmen möchtest. Ja, hier bietet Frilo verschiedene Möglichkeiten. Ich lasse jetzt die DIN-Norm 10 55 2006 drinne. Und hier habe ich jetzt natürlich Möglichkeiten, verschiedene Lasten mit einzutragen. Also zum Beispiel die Dacheindeckung. Das variiert ja je nach Dach, was ich da habe. Hier habe ich ganz unglaublich viele Möglichkeiten, das einzutragen. Und ich lasse jetzt die Standardwerte hier drinne. Was jetzt sehr, sehr schnell und einfach geht, ist zum Beispiel die Schneelastzone. Also je nachdem, wo ich bin, muss ich ja natürlich unterschiedliche Schneelastzonen eintragen. Hier kann ich die Gemeindeauswahl auswählen. So, dafür öffnet sich ein neues Fenster. Und ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel Freudenstadt. Gebe hier die Postleitzahl ein. Jawohl, Freudenstadt, Baden-Württemberg. Das heißt, wir liegen eigentlich auch schon ein bisschen höher. Ist nicht so hoch. Gibt andere Orte. Aber mit 700 Höhenmeter ist es doch schon ein bisschen höher als jetzt andere Städte in Deutschland. So, und jetzt sehen wir hier, die Werte haben sich verändert und wir bestätigen das jetzt einfach mal. Wie gesagt, da könnte man jetzt noch sehr, sehr viele Eingaben machen und je nach Situation, je nach Konstruktion muss man das natürlich auch verändern. So, wenn ich jetzt hier unten sehe, dass ich zum einen hier links unten kann ich den Sparrenabstand eingeben. Ich kann hier die Dimensionen der Sparren eingeben, also in dem Fall 8 auf 18 auf beiden Seiten bei dem Satteldach, und jetzt rechne ich mir das einfach mal aus mit den Lasten, die auf dieses Bauteil einwirken. Also speziell für die Ortschaft mit den individuellen Lasten. Nachdem Frilo das alles durchgerechnet hat, müssen wir jetzt hier auf diese Werte hier achten. Die dürfen nicht größer als 1 sein. Wenn sie größer als 1 sind, dann
werden die Sparren bzw. die Bauteile überansprucht und es ist nicht mehr zulässig. Wie gesagt, für eine statische Vorberechnung, die Maße liefert eigentlich der Statiker, aber bei gewissen Projekten ist entweder kein Statiker dabei oder es ist nicht nötig, dass ein Statiker dabei ist oder man möchte einfach für ein Angebot einfach so nah wie möglich realistische Preise einschätzen. Vor allem jetzt mit den Holzpreisen, die einfach verrückte Sachen machen, dann ist es wirklich wichtig, dass man bei der Kalkulation sauber kalkulieren kann. Jetzt sieht man auch hier 8 auf 18, sieht man, da ist natürlich einiges an Luft nach oben. Also wir könnten rein theoretisch, wenn ich jetzt die Bauphysik komplett außen vor lasse, noch ein bisschen niedriger dimensionieren. Also wir können dasselbe mal ausprobieren mit 8 auf 16. Man sieht jetzt auch in der Grafik, passt sich das an. Und wir klicken nochmal auf Rechnen. Jetzt hat Frilo wieder alles durchgerechnet und wir sehen hier immer noch die Möglichkeit, bei einem Sparrenabstand von 70 cm, selbst ein 8 auf 16er reicht locker noch für diese Situation. Wie erwähnt, Bauphysik mal eingeschlossen, Dämmung, was da alles eigentlich noch reinkommt. Aber hier sieht man, dass man einfach bei der Kostenkalkulation schon bei dem Sparren unglaublich viel Input bekommt und sich schon mal überlegen kann, okay, sind die Maße für diesen Sparren überhaupt nötig oder ist es total überdimensioniert? Das Gleiche kann man dann auch mit der Mittelfette machen. Also wenn man dann den Sparren einmal durchgerechnet hat, das werde ich dann in einem separaten Video auch nochmal zeigen, wie das geht, dass man wirklich jedes einzelne Bauteil mit dieser Power-Kombination, nenne ich jetzt mal Frilo mit SEMA, zusammen kombinieren kann und super schnell ausrechnen lassen kann. So, das war das Video zu der Einführung zu SEMA und Frilo. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Bitte an der Stelle, wenn dir das was gebracht hat, ich freue mich auch bei dem Video auf einen Daumen nach oben und ein Abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an der Stelle auch an alle Abonnenten, die jetzt bisher ja mit dabei sind. Das motiviert wirklich und weitere Videos kommen. Bis dann. Ciao.